war die Woche? Die Woche war gut, Baruch Hashem, alles in Ordnung. Es war am Shabbos ein schöner Minyan draußen in die Kälte. Letzter Shabbat war 3 Torah-Rolle. 3. Oh. Shabbat, ja. Mishpatim, Rosh Chodesh, Shkalim. Und, aber wir haben das schnell gepackt und ich hoffe, jetzt die Temperatur geht runter. Ich habe gedacht, dass wir geben heute Gas und wir lernen ja den ganzen Kapitel 3. Was hältst du davon? Okay. Ja, wunderbar. Let's go. Und ich habe sogar meine Tanach dabei und jeder kann lesen eine Pasuk. Und wir machen so, dass wenn ich lese, ein Limon, das ist Limon. Limon, kann man ja kusen? Timza Limon. Lech lashchenin, das ist Nes. Jeder liest eine Pasuk und ich werde sie erklären. Gut? Eine kleine Einführung zum das, was auf uns erwartet in diesem Kapitel, okay? Okay. Dass du weißt, was auf uns erwartet. Ein Mensch ist nicht überzeugt, wenn man mit ihm hart und straff und schlecht redet. Also wenn jemand gibt dir einen Strafzettel, dass du fährst schnell, du bist nicht überzeugt, dass schnell fahren ist schlecht. Du hast Angst, schnell zu fahren, weil du hast Angst vor der Strafe. Hm? Und wenn es wird sein, eine Möglichkeit zu fahren schnell, alle sind zu, was weiß ich, es gibt ein neues Jahr, alle sind zu Hause und du kannst fahren schnell, fahrst du schnell. Warum? Weil du bist nicht überzeugt, dass schnell fahren ist so dramatisch. Mhm. Man hat Angst vor dem Blitz, nicht vor dem Fahren an sich. Mhm. Aber wenn jemand, was passiert, wenn jemand liebt dich und sagt, tu mir einen Gefallen, fahr nicht mehr als 140 für mich. Es wird mich gut tun. Also, um mich zu lieben, Maximum 140. Ja, da sage ich, ja, mach trotzdem, was ich will. Oder ja, aber die Frage ist, wie tief ist die Liebe? Nein. Okay, noch eine Sache. Okay, das Beispiel war nicht gut. Probieren wir ein anderes Beispiel. Kann man niemand, oder es ist schwer, jemanden zu überzeugen, okay, ein Kind, Arbeiters in Eingestellter. Ja. Okay? Der Boss will, dass sie arbeiten, stimmt? Ja. Die Leute sind Faulenzen. Ja. Warum arbeiten sie? Weil sie wollen ihr Gehalt und sie will nicht oben mit dem Boss Stress. Ja. Okay? Wäre der Boss jetzt fahren 2 Monate in Urlaub, sie werden sich freuen. Sogar der Talmud sagt, wenn jemand will sein Geld verlieren, hat er einen guten Rat zu lassen, den Fabrik nicht dort zu sein. Er wird schon bankrott gehen. Also er muss nicht viel machen. Aber was passiert, wenn ein Mensch, das ist sein Geschäft? Er macht nicht das um Angst von jemand. Er ist selbst überzeugt, dass das ist seine Sache. Mhm. Verstehst du? Wenn die Sache tut mir gut, habe ich Interesse daran zu investieren. Wenn ich bin motiviert von Angst, von Stress, von Meure, vom etwas anders. Hast du Kippa? Nein. Okay. Ja. Also noch einmal. Ja, deswegen habe ich nicht verstanden. Hast du noch nicht verstanden? Nein, ich habe Spaß. Ich habe gesagt, den Kippa habe ich nicht verstanden. Nein, du bist... Hör auf. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja, man braucht eine innerliche Motivation und keine äußerlichen Bestrafung. Genau. Das heißt, Hashem beginnt jetzt zu reden mit Jechezkel, weil Jechezkel kriegt von Hashem so auf den Kopf, geh, mach das. So Richtung Diktator, Richtung totalitarischen König. Geh, mach's. Es muss so gemacht werden. Schluss. Okay. Ja. Und er hat zu mir gesagt, Menschenkind, was du findest, es. Es die dosige Megille, die Schriftrolle, und geh red zu dem Haus von Israel. Das heißt, er wiederholt das, was war in dem vorigen
Kapitel. Und er sagt, ja. Esse bedeutet kaue, lerne, empfange. Ja. Weil, ja. Er hat gesehen, steht geschrieben auf diese Megillah, verschiedene Kinin, das ist Furcht. Und wenn jemand empfängt von Hashem etwas, weil er ist gezwungen von der Strafe, die Sache ist nicht angeklebt, ist nicht angehängt in seine Neshome, es wird nicht bleiben. Er sagt ihm, soll er essen die Megillah und soll kommen in den Magen und soll sein eingraviert auf sein Herz. So wie es steht geschrieben in Tehillim, deine Lehre ist in mein Magen. Das heißt, ich habe das verinnerlicht. Ich habe es verstanden in meine Tiefe. Ja. Okay? Ja. Weiter. Ja. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir diese Rolle zu essen. Okay, was heißt das? Das ist alles noch weiter dem Fabel. Ich habe gebeugt meine Seele und ich war schlau. Und ein Mensch kann nicht kommen zu dieser Stufe ohne von alleine. Nur durch die Hilfe von Hashem kann man überzeugt sein. Das heißt, warum soll meine Wille soll sein die Wille von Hashem? Meine Wille ist meine Wille, seine Wille ist seine Wille. Warum? Ja. Warum soll der Enger soll haben die Wille von der Chauffeur, der fährt auf dem ersten Auto? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Warum soll der Pferd soll haben die Wille von dem Kutscher? Warum soll die Wagen soll haben die Wille von dem Kutscher? Also, es ist alles. Und deshalb, er ist das. Weiter. 3. Ich lese also. Nein, ich lese jetzt. Ja. Und Herr hat zu mir gesagt, Menschenkind, dein Bauch sollst du anspeisen und deine Innenwenig sollst du anfüllen mit der dosiger Schriftrolle Megille, was ich geb dir. Und ich hab gegessen und sie ist gewesen in mein Mäul, also wie Honig und Süßkeit. Okay, das ist sehr, sehr schöne Pasuk. Es gibt beim Essen zwei Sachen. Du bist doch ein Feinschmecker. Es gibt schmeckt, lecker und es gibt noch einen Begriff, den habe ich heute im Wörterbuch das erste Mal gelernt. Diesen Wort heißt bekömmlich ertragen. Oh, Deutsch? Ja. Was ist bekömmlich? Okay. Bekömmlich heißt, es ist gut, es ist okay. Ne, bequem, angenehm, es sitzt so schön auf dem Magen und so. Nein, manchmal, du isst Essen, du hast gegessen ein Steak. Ja. Aber du hast gegessen ein bisschen zu viel und irgendwie, es bleibt so in dem Magen stehen. Es war beim Schmecken, beim Essen lecker. Aber wenn es ist gekommen zu dem Magen, zu den Kischkes, es sitzt nicht, es war nur schmackhaft in dem Mund. Du esst, wenn ein Mensch esst eine... Es war nicht bekömmlich. Ah? Es war nicht bekömmlich dann. Genau. Das nennt man Intoleranz. Was? Intoleranz. Wenn du was nicht verträgst, oder? Ja. Redest du von Intoleranz mit, ich höre dir nicht zu und... Nein, es ist dieselbe Sache. Es gibt Menschen, die zum Kotzen. Menschen ist auch eine Schmackhaft. Genau dieselbe Idee. Es gibt Menschen, du sagst in dem Mund, yeah, ich mag dich, ich liebe dich, du bist ein guter Mensch. Und in der Innerlichen, wenn du siehst, dieser Mensch dreht dir die Kischkes. Stimmt? Ja. Es ist und es gibt Menschen, die dir im Magen angenehm, so energetisch, kischkisch, magisch, keine Ahnung, es ist dir es gibt bekömmliche Menschen, es gibt, das nennt man Noach, es gehört von Noach. Noach heißt bequem, angenehm, anpassender Person. Anpassen, okay. Anpassen. Ja. Essen muss zu meinem Magen anpassen. Mhm. Und es muss zwei Sachen passieren bei Pasuk Gimel. 1. Hashem sagt ihm, dein Bauch sollst du essen und deinen Magen sollst du erfüllen. Und
Danach, wenn es ist von innen geschmeckt, dann war das auch in seinem Mund schmackhaft. Verstehst du? Manchmal beginnt man zu essen, es schmeckt beim Essen, aber wenn es kommt da rein in die Kischkes, es steht. Es gibt sehr viele Leute, sie müssen nach... Warum isst man Nachspeise? Warum ist wichtig, Nachspeise zu essen? Warum es wichtig ist? Yes. Was Süßes ist so zum Abschließen. Was heißt das? Für die Seele, weiß ich nicht. Nein, ich sag dir, der Mensch hat nach dem Essen irgendeine Unbekömmlichkeit. Er ist voll, ja. Er fühlt sich erniedrigt, dass er essen muss. Ja. Ich rede nicht jetzt ein disziplinierter Mensch, ich rede jetzt ein undisziplinierter Mensch. Okay. Ein undisziplinierter Mensch, immer nach dem Essen, hat einen gewissen... Mehrere Mal setze ich mit Kollegen zum Mittagessen und was reden sie das ganze Essen? Über Diät, über gesundes Essen. Ja, du isst jetzt, hör auf, genieße. Ja. Ja, aber Menschen, Menschen haben mit Essen Konflikten, sie haben mit Essen eine emotionale Berührungen. Deshalb, wenn man isst zum Schluss eine, was Süßes, man beendet den ganzen Kampfzeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir, bei mir, jeden Essen ist ein Kampf. Um aufzuhören, wegen zu viel Essen, wegen Diät. Wie viel, wie oft, was soll ich betonen, was soll ich mehr essen jetzt? Noch ein Schnitzel oder noch ein bisschen Spinat? Soll ich essen jetzt? Spinat. Dankeschön, Spinat. Danke, mit solcher Freude. Du bist sehr bekömmlich. Okay, nee, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Gut, du bist ein Disziplinierter. Ich bin dir neidisch auf diesen Charakter. Nein, stimmt nicht. Also ich habe auch, also ich habe oft Lust auf Sachen. Aber ich muss du hast Lust, aber du weißt die Grenzen und es gibt viele Leute, die essen nicht nach. Die wissen zu genießen, aber sie wissen nicht zu kommen zu Konflikt nach dem Essen. Ja. Sie rechnen schon, was will ich verzichten heute, um meine Frau soll gesund sein, Hani, kalkuliert. Es ist mir liebe, Platz zu lassen zum Naschen und zum Kuchen und ich will nicht jetzt Essensstuff. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay, verstehe. Sie will genießen, aber sie macht das mit Chochme. Das ist so wie zu packen in der... Du kannst gut packen, ein Chemadan, ein Koffer? Nicht so, nein, nicht gut. Okay, es gibt Leute, die legen alles rein und dann stupen, bis der letzte Ritschratsch ist geschlossen. Ja. Was muss man machen? Muss man wissen, wie zu packen, wie zu legen die Sachen richtig. Ja. Okay, ja. Deshalb, Hashem sagt ihm, du sollst essen, soll dir süß sein, damit nicht einer, der isst nur mit dem Mund. Das heißt, soll es nicht sein, nur verbunden mit anderen Sachen, sondern es ist selten, dass Sachen von Hashem, von Göttlichkeit, von Glaube werden zu dem Mensch süß. Normalerweise, der Mensch hat Lebendigkeit, Freude, Spaß, Genuss an weltlichen Sachen. Aber an göttlichen Sachen, an Mitzvot, an Torah, an Gottes Befehle, das sieht er als Muss. Er macht das nicht jetzt mit Freude. Ah, super, Pesach kommt, ich muss kaufen Matzes, yes. Nun gut. Ja. Stimmt. Stimmt, also manchmal, wenn ein Mensch an sich, zum Beispiel, bald muss ich kaufen Tfilin für meinen Sohn zur Bar Mitzwa, habe ich dran Freude. Ja. Aber warum habe ich dran Freude? Weil das ist mein Sohn, weil ich sehr wächst. Es ist, verstehst du? Ja. Und Hashem will, dass seine Sachen sollen sein schmackhaft und bekömmlich, so wie wir... So wie wir genießen oder bevorzugen weltliche Sachen. Also die weltliche Sachen spielt bei uns eine große Rolle. Und Hashem sagt zu Jechezkel, geh jetzt und tu etwas mit innerer Überzeugung, weil wenn du selbst nicht überzeugt bist von das, was du sagst, das wird nicht rüberkommen. Wenn jemand ist von dem anderen nicht überzeugt, es liegt nicht an dem anderen. Und wie hat er ihn jetzt überzeugt? Gott oder nicht? Warte, es dauert lang, fast dem ganzen Kapitel ist eine
Ausstoßfaktor von Jeheskel. Hashem macht mit ihm zuerst Wörter, redet mit ihm. Danach macht er mit ihm Simulation, bitte ess diese Schriftrolle und versucht das, soll es dir schmecken. Und Hashem gibt ihm weiter Lehre. Guck mal, Pasuk 4. Und er sprach zu mir, Menschensohn, gehe zu dem Hause Israel und rede mit meinen Worten zu ihm. Okay. Juden haben so eine Sache. Die Sache heißt, anpassen Fähigkeit zu dem neuen Land und schämen oder Schande finden Gottes Sprache. Beispiel, es gibt Juden in Amerika, I know all the very rich, and Rock and Glit. Rock and Glit. Ja. Ja? Und auch es gibt Juden in Deutschland, sprech bitte Deutsch. Und es gibt jeden sogar, ich rede nicht nur Säkuläre, auch Fromme. Es gibt fromme Juden, die kommen nach Israel aus Polen. Was reden sie? 50 Jahre Jiddisch. Ja, aber wir sind schon in einem neuen Land. Man redet schon dort eine Sprache. Ne, er redet weiter Jiddisch, so wie in Polen, so wie zu Hause. Warum? Weil die Sprache ist ihm bequem, die Sprache ist ihm bekömmlich. Die Sprache versteht er. Und glaub mir, gibt genug Jiden, auch in Frankfurt, sie sprechen perfekt Hebräisch. Aber sie reden nicht Hebräisch. Sie reden nicht. Deshalb sagt Hashem zu Jeheskel, ich habe eine Bitte. Geh und sprich bei denen in die Sprache, wie ich sage, also in die göttliche Sprache, Lashon HaKodesh. Also Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, aber sag sie nicht, höre Israel, der Gott, unser ist Gott ist einzig. Ich kann mich erinnern bei dir, eine sehr positive Eigenschaft, du hast nie gemocht, jüdischen Begriffen, die übersetzt auf Deutsch sind. So wie Laubhuttenfest oder Hagenbuttentee, nee, nicht Hagenbuttentee, Oberpriester oder, verstehst du? Ja. Dir ist lieber Yom Kippur, Sukkot, Kohen Gadol, Aftara und nicht aufrufen zum Torah, zum Bar Mitzwa. Genau. Okay. Ja. Warum ist das so? Sagt Hashem zu Jeheskel, die Leute in Babel haben gelernt zu sprechen Kasdim und Babylonisch. Und du bist ein Ausländer. Und wenn du kommst und du redest zu denen in ihrer Sprache, sie werden von dir auslachen. Ich gebe dir ein Beispiel. Einer von den Gründen, warum die Juden in Deutschland sind sehr, sehr weit oder nicht so familiär und volle Freude beim Jiddischkeit, weil ich glaube, nach diesem Kapitel, dass die Rabbiner und die kommen, reden nicht Deutsch. Sie können nicht die Sprache richtig und sie kommen mit einer anderen Artikulation, mit einer anderen Aussprache und sie reden fremde Sprache. Und die Juden wollen hören, wenn schon, stell mal vor, du kommst in die Synagoge und man betet auf Deutsch. Du bist auf Flamme gegangen. Also es wird dich ärgern. Warum? Weil du denkst, Tfila, Kriata Torah, muss sein in ihrer ursprünglichen Sprache. Ich will nicht jetzt hören eine Geläub, sagst du, ey, wie hier Gott, der Vater von unseren Vorfahren, der Gott von Avram, der Gott von Yitzchok und der Gott von Jakob. Also, es klingt wie Sonntag. Ja, also du willst hören ein Gebet von Schabbes. Es klingt wie Sonntag, stimmt. Du willst hören ein Gebet von Schabbes. Deshalb, Hashem sagt zu Jeheskel Ben Adam, die Völker sprechen gut die Sprache vom Ausland. Du kommst aus Israel, aus Tel Aviv. Du kennst nicht Kasdit, du kennst nicht Babylonin. Sprich die Sprache, die ich dich sage und nicht eine Sprache, die du nicht gut kennst und sie werden das auch nicht anerkennen. Verstanden? Sie werden es anerkennen oder nicht anerkennen? Sie werden anerkennen, nur wenn du sprichst die Sprache von Gott. Sie wollen nicht hören Kasdisch. Okay. Sie wollen die nicht. Das ist ungefähr so ein bisschen, bis auf ein anderes Thema zu geben. Das ist so, wie wenn ein Lehrer junge Kinder als Schüler hat
und er versucht zu sein cool und zu reden wie die Kinder, aber in der Jugendsprache. Und die Jugendlichen denken sich, das ist doch Quatsch, du verstehst nicht, was du redest. Entweder redest du zu uns wie ein Lehrer oder du lässt es bleiben. Aber versuch nicht zu sein wie wir. Sehr gut. Sie erwarten von ihm sein Niveau. Genau. Oder soll er richtig die Sprache herrschen und dann, ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren war irgendeine Levaye von einer Dame aus Wien. Und die Familie hat mich gebeten, soll ich halten eine Trauerrede, aber sie haben mir gewarnt, es wird sein sehr viel Goyim und ob ich kann reden richtige Deutsch. Gut. Ich bin gegangen zur Sekretärin von Altenheim, Frau Levinson, die lebt schon 50 Jahre hier, aus Bad Nauheim, spricht perfekt Deutsch, mit alle B und Bo und Groß und Klein. Und ich habe mit ihr die ganze Rede, gelernt. Und ich habe die ganze Rede geschrieben in meiner Sprache auf Ivrit, Deutsch. Verstehst du, was ich meine? Ja, Lautschrift soll keine einzige Fehler. Und ich habe gestanden vor dem Spiegel und ausgesprochen ohne einzige Fehler. Perfekt. Eine Ansprache von bestimmt 6-7 Minuten. Gut, herzig, fein, perfektes Deutsch. Gut. Ich komme in den Friedhof, bin ich gestanden, habe ich vorgelesen, schön, langsam, nach die Levaye. Frage ich dem Srulek Tasker, wie war meine Rede? Sagt er, sehr schön, aber nicht von Shlomo Raskin war die Rede heute. Also es war eine Rede, aber nicht deine. Ja. Und wenn ich will hören, rede, ich will hören deine Rede. Ja. Verstehst du? Wenn jemand hat Erwartung, er will diese Erwartung erfahren. Er will nicht jetzt, das ist einmal ist zu uns gekommen am Chanukka, ein guten Klezmer, der spielt Klarinett. Ja. Und was nennt er Reus von die Kiste? Goldene Klarinett, so wie Kenny G, gibt's Amerikaner, weißt du? Ja. So, Klarinett-Saxophon so. Saxophon oder Klarinette? Das ist goldene Klarinette. Ich weiß nicht genau, was ist das. Okay. Ja. Ich bin nicht Profi. Also was Komisches. Ja. Und es hat einen anderen Klang und einen anderen Geschmack. Ja. Und er hat gespielt ein Lied und zweites Lied. Habe ich gesagt, tu mir einen Gefallen. Nimm mal ruhig die schwarze Klarinette und spiel dir normal die Lieder von Chanukka, weil diese goldene neue Zatzke klingt mir wie Jazz. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich will nicht jetzt Jazz hören. Es war auch hier in Frankfurt einmal gekommen, Rosh Hashanah Yom Kippur, ein Chazan. Und er hat gebetet. Und ich habe gefragt nach dem Feiertag die Frau Dr. Altmann, wie war die Davnen? Sagt sie, hey, er glaubt, das ist ihr Opera, er macht mir Rigoletto dem ganzen Yontef. Also manche mögen nicht, die wollen hören nach Hasen, sie wollen hören heimisch. Ja. Die wollen hören die Sprache, die wollen, okay, 5. Ja. Wenn nicht zu einem Volke dunkler Rede und schwer von Zunge bist du gesandt, sondern zu dem Hause Israel. Okay, du gehst nicht jetzt zu einem Volk, wo sie haben irgendeine tiefe Sprache, die du nicht kennst. Ich schicke dir zu deinem Bet Israel, zu deinem Volk. Ja. Ihre Sprache ist wie deine Sprache. Sie verstehen Lashon HaKodesh. Es gibt Sprachen, die sind tief und mit sehr viel Aussprache. Es gibt fremde Sprache, muss man manchmal lernen, Akzent. Wenn einer lebt in England, und er ist gekommen aus Persien. Er wird nie im Leben lernen zu reden in Manchester, wie Manchester, verstehst? Ja. Also manchmal, du wirst nie im Leben kommen zu der Aussprache. Ja. Und wenn einer lebt in Frankreich, wird reden wie ein Französer. Und sogar die Deutschen, wenn jemand hat gute Ohren, er wird schon zuhören
ob das ist ein geborener Deutscher? Ja, Deutsch ist ganz schlimm. Ganz oder ein gewordener, weil, wie schreibt der Rav Kook? Rav Kook hat gelebt in Schweiz eine gewisse Zeit. Und er hat gesagt, dass die Deutschen sind so intelligent und reden so viel Philosophie und ihre ganze Sprache ist also so eine so zwei Punkten von Philosophie und es ist eine schwere Sprache. Und ja, deshalb, das wirst du nie lernen. Aber jetzt noch eine Sache. Und das ist sehr interessant. Ja. Du als Jid, wir treffen jetzt einen Student aus Heidelberg, aus Marburg. Der spricht nur Deutsch als Muttersprache. Mhm. Und du wirst mit ihm reden, Deutsch. Du wirst erkennen in seiner deutschen Sprache, dass er ist jüdisch. Das ist Fakt, meinst du? Oder was? Ich geb dir noch einen Beweis. Mein Vater soll gesund sein, sagt mir, dass bei den russischen Juden spielt keine Rolle, ob die fast alle Juden aus Russland sind säkular, sind nicht gläubig. Stimmt? Ja. Ja. Und trotzdem, wenn du sprichst mit einem Jid aus Russland, Russisch, ja, du hörst in sein Russisch seine Jiddischkeit. Ein bisschen weicher, nein, die Aussprache. Ich weiß nicht, wie das zu definieren, aber mein Papa sagt, es gibt eine verborgene Wirkung von Erziehung und die Jiden suchen sich aus, unbewusst, andere Wörter, die anderen nicht so reden. Keine Ahnung, sie stellen andere Fragen, sie interessieren sich über andere Sachen und er spürt, er ist jetzt in Zypern und er geht jeden Morgen joggen und manchmal trifft er so Leute aus Russland. Bei manchen sieht er, das ist normale Goyim. Und bei manchen, durch die Sprache in Russisch, spürt er, Opa, es ist schon hier etwas. Also, Jecheskel bekommt ganz von... Ganz kurz, umgekehrt geht es auch, weil ich habe oft bei Personen, wo ich denke, die sind im Leben nicht jüdisch. Wenn ich sie Deutsch reden höre, denke ich mir, du redest so geusch, es kann nicht sein, dass du jüdisch bist. Okay, kann sein. Geht es auch so rum? Ja, ich kann dir ein paar Beispiele geben, aber ich will nicht. Ja. Ja, ich auch. Okay. Aber das geht auch. Das kann nicht sein. Du redest nur ein Goy. Nur ein Goy redet so. Lass mich in Ruhe mit der Jüdischkeit. Maskim, ich bin einverstanden, aber ich will reden heute positiv. Nein, aber ich wollte nur wissen, ob es auch andersrum geht. Ja, ob man auch... klar, okay, klar. Okay. Manchmal hörst du pur Goyisch bei die Aussprache. Ja. Und manchmal genau, noch mehr. Manchmal auch, wenn der Goy spricht schon Ivrit, oder es klingt so goyisch, ja, dem Ivrit. Ja. Oder ja, der Jiddisch, was er versucht, du wirst Banane. Aggressiv, ja. Aggressiv wird man da. Ja, er blieb ein Norek in ein Norek unberufen, toi toi toi, in ein Norek guten Masel und Masel toi für dich von ja, der ganzen Mischproche, blieb ein Norek. Ja, da werde ich sauer. Ich mag ja, dich gar nicht. Brauchst du nicht. Ja. Aber du siehst, dass Hashem sagt ihm, das ist eine tiefe Sache, verstehst du? Das ja, ist eine tiefe Sache, diese Erkennen. Sechs. Nicht zu ich habe auch lustig, ganz kurz. Ich habe einen Freund von mir, er ist ein Goy. Er lebt in Miami. Der war auf meiner Hochzeit, so ein Blonder. Er lebt in Miami. Seine Frau ist von der DNA her ist Chinesin, aber sie ist geboren und aufgewachsen in Panama. Und die leben zusammen und haben ein Kind, Stella, und die geht in den jüdischen Kindergarten von Chabad in Miami. Und jetzt schickt er mir Videos, wie sie macht am Shabbat mit der Challe und Dings. Und das ist so lustig, sie spricht Spanisch und Deutsch, sie ist wirklich so eine Latina. Chinesisch sieht sie aus, so Chinesisch, Deutsch. Und dann redet sie von Shabbat Shalom, das ist so lustig, macht richtig, aber süß, aber so jung. Das ist kein Problem. Ich wollte aber die positive Sache, das Ganze, ja, 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 dass gerade die Juden, aber die weit sind, und du glaubst, die sind pur Goyim. Ja. Plötzlich reden sie mit dir und du hörst. Ja, oh, da ist er. Ja. Opa, etwas ist hier heimisch. Etwas ja, ist hier gut. Also sechs. Ja. Nicht sechs. Zu die Völker, eine Sache mit einer dunkler Sprache und einer schwerer Zunge, was du verstehst nicht sehr Werte. Fahr vor, ich will dich zu sehr geschickt.
Welten sie jo zugehört zu dir. Okay, was dunkel heißt böse oder was heißt dunkel? Dunkel heißt Schocher. Dunkel heißt. Also für was steht dunkel? Noch einmal. Ja, aber steht es für eine böse Zunge oder ist das böse, dunkle Rede? Was ist dunkle Rede? Dunkle Rede bedeutet unklare, nicht helle. Unverständliche ist dunkle. Unverständlich. Oder ist das abwertend gemeint? Also unverständlich heißt das, heißt unverständlich einfach nur nicht klar ausgedrückt? Nein. Oder böse Zunge oder irgendwas? Nein. Hier geht das nicht um böse Zunge. Hier geht das, wenn einer erzählt dem anderen etwas und er versteht nicht, dann hat er dunkel gesprochen. Wenn der andere hat verstanden, es leuchtet ihm ein. Also er hat verstanden, es ist geworden Licht. Sprache ist eine... Gut, das ist wie die Kabbalah, ist auch dunkle Sprache. Klar. Keiner versteht, ja. Klar. Keiner versteht, was er meint. Genau. Auch Menschen reden dunkle Sprache. Wenn man sie nicht versteht, man versteht Bahnhof. Also, man versteht nichts. Das heißt nur, er soll klar reden und nicht zu abstrakt. Genau. In einfache... klare Wörter, dass sie verstehen genau, was man will und was tut sich. Mhm. Weiter 7, du bist dran. Aber das Haus Israel, sie werden auf dich nicht hören wollen, denn sie wollen auf mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel ist harter Stirn und verstockter Herzens. Und verstockten Herzens. Ja. Das Volk Israel, lieber Jechezkel, werden dir nicht zuhören. Warum? Weil sie mögen nicht Hashem hören. Nicht, weil sie dir nicht mögen. Wie sagst du mir, Schlomo, das ist nicht wegen dir. Also, und es ist nicht, weil sie nicht die Sprache verstehen. Sie werden nur nutzen eine Ausrede und sie werden sagen, ich verstehe nicht, was du sagst. Ja. Was bedeutet, ich verstehe nicht, was du sagst? Ich verstehe nicht, was du sagst, bedeutet, ich will nicht verstehen, was du sagst. Okay. Warum? Sie werden suchen eine Ausrede, dass sie verstehen nicht die Sprache von dem Prophet. Und wenn ein Mensch sagt, ich verstehe nicht, das ist ein Stirn, ist ein Spiel. Ich habe dich nicht verstanden. In Deutschland, wenn einer dem anderen nicht verstanden, weil er versteht nicht die Sprache, er sagt nicht, ich habe dich nicht verstanden, weil du sprichst nicht Deutsch. Was sagt er? Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Ja. Was heißt akustisch nicht verstanden? Also es liegt nicht... Wer ist akustisch? Akustisch heißt, wenn du nuschelst. Nein, akustisch bedeutet eine Ausrede, ich verstehe nicht, was du willst. Okay. Ja, okay. Wenn die Sachen sind gut, man versteht ganz schön und gut. Und wenn man will nicht hören, man versteht nicht akustisch. Ich kenne das aber auch von Ausländern. Die sprechen ganz gut Deutsch. Und wenn es unangenehm wird, dann versprechen sie nicht mehr so gut Deutsch. Es ist genau so. Ich kenne ein Mädel und sie hat gesagt, sie stottert nur, wenn sie reden muss. Todaraba. Okay. Jeder, auch ich, wenn ich bin aufgeregt oder Emotionen gehen hoch, die Sprache ist nicht mehr so klar und man versteht, man verliert die Wörter, es ist normal. Ja, ja. Aber okay. Hashem sagt zu Jechezkel, sollst wissen, sie hören dir nicht zu, es liegt nicht an dir, es liegt nicht an die Sprache, sie suchen eine Ausrede, sie zeigen ein Stirn, als ob sie nicht verstehen. Also er sagt ihm eigentlich, mach das, es hört dir eh keiner zu und es wird nicht klappen, aber mach trotzdem. Genau. Ja. Okay, siehe, ich mache dein Angesicht hart. Also du bist, oder? Ja. Okay. Ja. Sehe, ich habe gemacht dein Ponim, dein Gesicht hart an gegen sehre Ponim und dein Stern hart an gegen sehr Stern. Das heißt, ich gebe dir eine festen Mimikzüge in dein Gesicht, dass du nicht beängstigt von ihrer Schlechtes und dein Stirn stabil, dass du nicht schämst. Mhm. Wie stark steht bei 9? Dem Felsen gleich, härter als Kiesel mache ich deine Stirn.
Fürchte dich nicht und zage nicht vor ihm, ob schon sie ein widerspenstiges Geschlecht sind. Ja, also, ich werde dir machen wie Diamant harter von Fels. Also es gibt so ein Diamant, ein Stein. Und ja, du sollst nicht Angst haben von denen. Und es gibt so eine Tiere, so wie Salamandra, oder die können schneiden Felsen. Also ich werde dir geben irgendeine Kraft, die unsere Zunge ist wie Würme. Auch ein riesiger Baum, wenn du viele Würme legst in die Wurzeln, noch Würme werden fressen die Wurzeln und zum Schluss dem ganzen riesigen Baum wird knicken. Also Hashem sagt ihm, du gehst und es gibt Sachen, es ist einfach Frage von Zeit, von Mühe, wie oft habe ich dir gesagt, die Schuhe draußen lassen, noch einmal und noch, und irgendwann lässt man die Schuhe draußen, es dauert. Ja, okay. Und weiter? Ja. Und er sprach zu mir, Menschensohn, all meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz und mit deinen Ohren höre sie. Okay, was heißt das? Alles, was ich rede zu dir, du sollst nehmen im Herzen und mit den Ohren hören. Klar, wie hört man sonst? Nicht mit den Ohren? Nein, aber was sagt er? In dem Hören, du hast nicht gehört, was habe ich dir gesagt, bedeutet, warum hast du vergessen? Hören bedeutet, soll man nehmen zum Herzen und soll es bleiben. Jetzt. Der, so wie den Zettel, den er verschluckt hat. Genau, dieser Navi Jechezkel hat schon sehr viele Visionen gesehen. Mehrere Mal. Und wenn einer sagt dem anderen, mach das und mach das und mach das und mach das und mach das, irgendwann sagt er, was war die Sache, die du wolltest? Er vergisst alles. Verstehst du, was ich meine? Ja. Manchmal, wenn du sagst, ein Mensch eine Sache zu tun, okay, aber Hashem sagt, das ist schon der fünfte Mal, wo Hashem redet zu Jechezkel. Und er sagt dann beim Pasuk 10, Vayomer Elai, das ist schon der fünfte Befehl, das soll er gehen. Ja, und manchmal, wenn man sagt, jemand mehrere Mal, ich schicke manchmal mein Kind zum Post. Da sollst du schreiben, eingeschrieben, mit Quittung, das ohne Quittung, da musst du machen, allein die Zettel zu schreiben. Ja. Man kommt nach 5 Minuten, fragt alles noch einmal. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Ja. Frage. Weil er am ersten Mal nicht zugehört hat. Ich glaube, ich weiß nicht, steht nicht geschrieben, aber so wie ich sehe in die Psukim, gibt das zwei Sachen. Eins, schicke ich ihm nicht, weil er unbedingt will. Also es ist jetzt Freitag, es ist ihm lieber um 2 Uhr zu duschen und zu liegen im Bett mit einem Buch, anstatt zu bleiben in Schlange im Post, okay? Ja. Und plötzlich kommt der Papa und er sagt das und das und das und das. Ja? Zwei. Und das ist noch eine Sache. Was passiert, wenn er kommt nach Hause und er hat gemacht Sachen verkehrt? Ja, dann ist der Bruch groß. Genau. Und er will nicht, dass der Bruch soll groß sein. Ja. Weil er denkt erst später über die Konsequenzen nach, meinst du? Genau. Und genauso Jechezkel braucht jetzt noch einmal die Sachen in verschiedene Wörter zu hören. Aber ich kann dir auch sagen, von meiner persönlichen, ich glaube, es ist anders. No. Ich musste nämlich auch viele Sachen machen für die Mama. Okay. Und ich habe auch immer zugehört. Also sie hat mir erklärt, was ich machen soll. Und dann habe ich nochmal gefragt. Und weißt du, wann ich immer gefragt habe? Wenn ich mich entschieden habe, okay, jetzt geht's los.
Das heißt, was, also jetzt, wenn sie mir sagt, was ich machen soll, bin ich noch nicht bei der Sache. Ich bin noch nicht angekommen. Ich bin noch so, okay, red, ich bin noch hier beim Essen oder Stamm, was anderes. Aber ich habe noch nicht, sie redet und redet beim Essen. So, jetzt bin ich bereit, deine Sache zu machen. Sag ich, Mama, okay, ich mache das jetzt. Jetzt sag mir bitte, was soll ich machen genau? Ich glaube, man muss sich darauf einstellen auch. Also man kann nicht jemandem von was verlangen. Der andere muss auch den Sender einstellen, damit er auch zuhört, glaube ich. Die Situation abwarten, wann man ihm was sagt. Gefällt mir. Ja. Gefällt mir sehr. Weil, ja. Gefällt mir sehr, weil heute Morgen habe ich gehört eine Schiur, dass der alte Rebbe hat gesagt, dass Menschen nicht gerne beten, weil sie haben nicht darauf eingestellt früher. Genau, es ist die Uhrzeit, die er sagt, genau, fünf Dings. Wenn ich mir meinen Tag planen kann, dann könnte ich beten, wann ich Lust habe, wann ich in der Energie bin. Genau dasselbe jetzt mit den Dings, ja, finde ich genau richtig. Okay. Gut, 11. Und geh, komm zu die Vertriebenen, zu die Kinder von dein Volk. Und sollst reden zu sie und sagen zu sie, also hat gesagt Gott, der Herr, sei sie wollen Herrn und sei sie wollen vermeiden. Also, Hashem, also das, was du sagst, Hashem sagt ihm, jetzt geht los. Jetzt? Ja. Jetzt geht los. Er war in einem anderen Ort, in einem anderen Platz. Er war auf dem River Kvar und die Bnei Gola, die Exiljuden, sind in einem anderen Ort. Und Hashem sagt, geh zu denen und redet mit ihnen. Und sag das, es gibt verschiedene Propheten. Es gibt Propheten, sie müssen reden mit den Juden und mit den Goyim, wie Jona, Jirmia, Jesaja. Es gibt viele Goyim, es gibt viele Propheten. Ja. Auch die Goyim nutzen nur die Propheten. Aber Prophet Jechezkel zum Beispiel, wenn Hashem schickt ihm, die Goyim nutzen nicht die Prophezeiung von Jechezkel. Sie nutzen von Jesaja, von Jirmia, von Zvania, von Zecharia, von Daniel. Alle, es gibt universeller Prophet und es gibt sozusagen einen jüdischen Prophet, wie Moishe, wie Shmuel. Du wirst nicht hören, dass die Goyim reden vom Prophet Samuel, oder selten. Sie werden reden von den universellen Propheten. Verstehst du? Ja. Und hier, Hashem sagt ihm, lech boel agola, geh zu die Gola, el bnei amecha, zu deinem Volk. Und du sollst zu denen reden, spielt keine Rolle, ob sie dir akzeptieren oder ablehnen oder vermeiden. Du sollst zu denen reden, nur zu Juden, und nicht zu den Goyim, zu den Völkern, so wie Jirmia, Kapitel 26, sondern sollst nur beginnen mit den Wörtern Ko Amar Hashem, so hat gesagt dem Gott. Okay, weiter. Da hob ich meinen Geist und ich hörte hinter mir das Getöse eines großen Erdbebens. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Ewigen an ihrer Stätte. Okay, dieser Pasuk, Baruch Kvod Adonai Mim Koimoi, sagen wir auch beim Kedusha, beim Shmona Esre. Oder bei Uvo Lezion. Was heißt das? Nachdem Jechezkel hat seine Wörter beendet, er hat gesagt, dem Ruach, dem Wind, soll ihm tragen. Also er will schon fliegen zu dem Ort, wo die Leute von dem Gola. Und was ist seine Ruach? Und dann ist er gekommen mit seiner Vision zu diesem Ort. Ja. Und als er ist gekommen, ich gebe dir ein Beispiel, modernes Beispiel. Du lebst in Frankfurt und du hast zum Beispiel eine Fabrik in Berlin, Milchfabrik, okay? Ja. Und du hast bei dir zu Hause Überwachungskamera in deinem PC. Mhm. Und du kannst sitzen zu Hause und klicken, was tut sich jetzt in die Fabrik in Berlin? Und in dem Moment, wenn du klickst auf die Kamera, was tut sich in Berlin? Wo befindest du dich? In Frankfurt oder in Berlin? Sagen wir, du siehst was ganz Dramatisches dort jetzt. Baruch Kvod Adonai Mim Komo, du siehst ein
in dein Milchfabrik ein Arbeiter ist von einem Kuh überfahren. Von einer Kuh überfahren, okay. Ja. Ist gefallen zu dem größten Blech ja. von der Milch, von oben. Ja, ja. Ja, ja. Also Jeheskel ja. beendet seine Wörter und er sagt dem Ruach, soll ihn nehmen zu dem anderen Ort. Und dann Ruach ist doch der Trieb, Ruach. Ruach ist auch dem Heiligen Geist, die Prophezeiungserscheinung. Aha. Die Prophezeiungserscheinung. Und da geht er zu dem gegangen oben, weil dann diese Merkava, was wir haben gelernt in Kapitel 1, die Merkava ist gegangen nach oben und da hört er, ja. als ob der Thron, als ob der Zug läuft, geht weg. Verstehst du? Er hört, ja. dass der Zug, dass die Merkava, dass dieser Thron, das er hat gesehen, geht weg. Baruch Kvod Hashem Mimkomo. Obwohl die Kavod, die Ehre, die Respekt, die Gdusha ist weg von Bet HaMikdash, aber die Station von Gott wird nicht weggehen von Jerusalem und von dem Kotel. Also, weil steht geschrieben, in Eretz Israel und Jerusalem, kann Tziva Hashem et Abracha. Dort hat Hashem gelegt dem Segen. Spielt keine Rolle, ob diesen Ort ist jetzt belebt oder dieser Ort ist ein Potenzial, um das noch einmal zu beleben. Okay. Weiter. Okay. Und das Rauschen der Flügel der Tiere, welche sie aneinander schlugen, und das Getöse der Räder mit ihnen zugleich und das Getöse eines großen Erdbebens. Sag mir, diese Merkaba, die stammt die ganze Zeit, wo ist die? Die was? Wo ist diese Merkaba? Wo ist das? Die Jeheskel ist in der Merkava, ja. Ah, er ist da, okay. Die Merkava haben wir gelernt in Kapitel 1. Ja, aber das hat er geträumt oder da ist er jetzt... Hat er nicht geträumt, das hat er eine Vision bekommen. Vision gehabt, ja. Aber jetzt, wo er geht, wo er sprechen soll... Jetzt, wo er geht, passiert davor, alles in seiner Prophezeiungsvision. Okay, okay. Und das hört er... Dass, ja. dass sie sich so wieder zuckt, tick, 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 also ja, aber es gibt noch einen Übersetzer von dem Tanach, der heißt Targum Jonathan, ja. Und er sagt, das klingt wie Zehner bei Nacht oder bei Ängste von Kälte, tick, 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 tick. Ja. Weißt du, was ich meine? Wie heißt das? Klappern, Zähne klappern. Genau. Wenn man so zittert, plötzlich ja. geht das so. Ja. Ja, und dann sagt er, dass es war ein Krach von Flügel von einem großen. Interessant, jeden Freitag, wenn wir beten im Balkon Kabbalat Shabbat, kommt von rechter Seite zu der linken Seite so eine Delegation von Fegelach, von 1000, 2000 und immer in demselben, in dieselbe Stunde, wo wir beten. Ja, ja, ja. Sie haben so bestimmt einen Tagesrhythmus und bei Nacht gehen ja. sie durch mir, ja. durch meinen Balkon ja. und ich fühle mich wie Jeheskel, also... okay. Unglaublich. Schade, dass es Schabbes ist, ich konnte das aufnehmen. Riesig, riesig, riesig Gruppe. Und so ungefähr hört er die Flügel, dass sie eine mit dem anderen klappen und alles okay. geht eine nach dem anderen. Okay. Okay. Okay, 14. Und der Wind hat mich aufgehoben und hat mich weggenommen. Und ich bin gegangen, ein Verbitterter, in mein heiß Gemiet in die Hand von Gott und es ist gewesen stark auf mir. Was heißt das? Wind, sagen, steht bei dir, bei mir steht Geist. Bei mir steht geschrieben Wind. Okay. Okay, aber Ruach ist beides. Ruach ist Wind und Geist dasselbe. Okay. Okay. Was geht hier? Manchmal ja. schickt man. Es gibt Berufen von Recht und Gerechtigkeit, wo es macht keinen Spaß zu sein der Beute.
Es gibt in Israel spezielle Soldaten, Entschuldigung, diese harte Beispiel, zu kommen an die Familie und sagen, dass jemand ist gestorben oder dass ich muss leider manchmal Familie ankündigen, dass ihre Angehörigen im Altenheim haben die Augen geschlossen und es ist die Ende gekommen. Ja. Die Momenten sind gezwungene Momenten. Warum die sind gezwungene Momenten? Weil ich muss das machen, weil der Chef hat mir gesagt, Schlomo, ruf an die Familie in Israel, in Amerika und sag denen, der Papa ist tot. Also von alleine habe ich keine Lust anzurufen. Es ist viel schöner, jemand zu rufen und sagen, hör mal zu, dein Papa hat gewonnen in Lotto, was weiß ich. Ein Enkelkind ist geboren. Aber hier muss er, Jecheskel, gehen zu seinem Volk und geben eine Kintur, eine schwere Botschaft. Ja. Und trotzdem, Hashem hat ihm aufgegeben und er muss gehen und er geht zu den Exil-Leuten 7 Tage und so macht er weiter. Und ich kam. Das heißt, dieser Begriff verbittert gefällt mir sehr, weil sehr viele Sachen am Leben gehen wir verbittert zu tun. Ohne Freude. Ja. Aber es ist eine aber man macht das trotzdem mit Motivation. Wenn man muss in Mitternacht stehen und gehen zu einer Notdienst-Apotheke, steht man auf nicht faul, man rennt zu der Apotheke, steht wie eine Fliege. Ja. Aber man geht verbittert. Ja, man geht nicht jetzt, wow, es ist so schön, 12 Uhr zu suchen, jetzt Medikamenten. Ja, stimmt. Und noch eine Sache, er beschwert hier, Veruach ne Satani vatikacheni, also dass der Wind hat mir aufgehäuben und hat mir weggenommen. Das heißt, er hat mich so geschüttelt. Bedeutet, wenn ein Mensch ist verbittert, geht er auch so geschüttert und nicht unbedingt stabil auf seinen Ort. Ganz kurz, Satani, kommt das von dem Wort Satan? Ja. Der Teufel? Ja, aber das ist Nesaatni. Hier bedeutet aufgeheben. Ah, okay. Und okay. Satan schreibt man mit Tet und das ist mit Taf. Ah, okay. Aber die Etymologie von Hören stimmt. Stimmt, okay. Und ich kam zu den Weggeführten nach Tel Aviv, welche wohnten am Strome Kebar und blieb, wo sie wohnten, und blieb dort 7 Tage betäubt in ihrer Mitte. Dieser Pasuk finde ich unglaublich. Weißt du, dass heute in Israel 47% der Bevölkerung wohnt in Tel Aviv und Umgebung und der Rest ist ganz Israel? Wusste ich nicht, nein. Dann erzähle ich dir was jetzt. Kannst du später googlen. Gush Dan, die Mitte Israel, ist 47%. Ja. Und ich werde sagen, das ist Israel. Ja. Und solange gibt das Bet HaMikdash Tempel, denn Jerusalem ist die Zentrum. Und zum Beispiel die Juden, die kamen nach Worms vor 1700 Jahren, sie haben genannt Worms Jerusalem Aktana. Was ist Jerusalem Aktana? Kleine Jerusalem. Oder die Juden, die kamen nach Litau in die Ende 18. Jahrhundert, haben genannt Litau Jerusalem der Lita. Okay, die Juden haben so. Ja. Ja. Hier bei diesem Exil, die Juden, die gekommen nach Babylon, wie haben sie genannt ihre Stadt? Tel Aviv. Weil alle Juden haben dort gelebt zusammen. Und dieser Platz heißt Tel Aviv. Tel bedeutet einen Berg
Und Aviv ja. ist auch Frühling und, ja. Und es geht denen gut. Und auch wenn ich sitze in einem Ort, wo sie dort wohnen, und auch wenn ich mich befinde zwischen den Menschen, die dort leben, und auch wenn ich dort sitze 7 Tage, ich sitze mit denen, aber ich sage gar nichts. Warum? Weil Gottes Wort ist mir nicht gekommen mit Detail, mit Detail, mit Klarheiten. Hashem sagt, ja. Red mit denen, ja, bewarne sie. Ja, aber was soll ich sagen? Ich will hören genau. Hashem, bis jetzt, ob du hast bemerkt, Hashem schickt ihm die ganze Zeit, überzeugt ihm die ganze Zeit, er ist schon dort. Das ist als ob, meine Frau sagt mir, nicht vergessen, zurück von Friedhof am Freitag, kauf mir was in Penny. Ja? Kein Problem, kein Problem. Ja, mach das bitte für mich, ich brauche das, mir wichtig für Schabbes. Ja, gut. Voller Kopf, ich gehe rein in Penny und ich rufe an, ja, was wolltest du genau? Ja. Was heißt, was wolltest du genau? Ich bin schon am Ort. Genau, du weißt ja. Und genauso mit Jechezkel, Hashem, du siehst, wie schwierig ist das mit Hashem, zu schicken Jechezkel, zu geben eine Botschaft, die ihm unangenehm ist und er will das nicht machen und er ist schon dort, er sitzt schon dort, er ist schon 7 Tage und er sagt gar nichts. Warum? Ja. Weil Gottes Wort ist nicht gekommen in Einzelnen, in Pratiut. Man kann reden allgemein und man kann ja. reden particular, also Pratiut, Einzelheiten. Also nicht dunkel, sondern hell. Sehr ja. schön, sehr schön. Sehr oft sagt einer dem anderen, wir machen dieses Geschäft. Gut. Aber wir müssen noch besprechen. Was heißt, wir müssen noch besprechen? Die Einzelheiten. Ja. Diese Besprechen ist das Wichtigste. Ja, genau. Und er sagt, entweder Sie sitzen oder ich sitze. Also, da ist nicht klar, was meint er. Manche versuchen ihr zu erklären, dass Jechezkel geht zu dem Ort, wo sie sitzen. Also Leute in Tel Aviv haben eine, schon damals in der Zeit von dem Tanach, haben gerne zu sitzen. Tel Aviv ist aber nicht derselbe Ort, oder ist das? Das ist der Tel Aviv von Eretz Israel, die ja. wurde in Babylon eingesetzt. Ja. Okay. Okay. Ja, das ist so wie... ja, so wie hier der unsere Umgebung nennt man Gorki Park. Ja. Aber wir sind nicht in Gorki, wir sind nicht in Russland, wir sind in Frankfurt. Ja, okay, verstehe. Verstehe, warum nennen Sie das Gorki Park? Weil so viele Russen hier wohnen. Okay, ja, verstehe, okay. Gut, ja. ich glaube, wir werden hier stoppen, weil da beginnt das schon die Einzelheiten. Ich will nur zusammenfassen. Ja. Eins, ohne Überzeugung macht man nicht gerne Sachen. Zwei, zu überzeugen muss man dem anderen Mut und Stärke schenken. Ja. Bereitschaft, etwas zu sagen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Niemand will sein eine Botschaft von unangenehmen Sachen. Sehr oft, wenn ich fahre mit meinem Fahrrad, ich rede mit Leuten, die geben Strafzettel. Wie fühlen sie sich damit? Ja. Nochmal? Wem gibt es? Es gibt Leute vom ja. Ordnungsamt, ja. die schreiben Strafzettel. Ja. Manchmal, ich sage hallo, guten ja. Tag, wie geht's? Sagen Sie gut. Und ja. ich sage, darf ich was fragen? Ja. Wie kommen Sie zurecht, die Leute? Ja.